Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Make a Game with Unity. Und ihr seht schon, der Community Game Folder ist leer. Denn jemand kam auf die Idee, alle Sachen, die hochgeladen wurden, zu löschen. Lieber Hämfling Club, das warst du. Tja, blöd gelaufen für dich ein bisschen, denn du wolltest es kaputt machen, macht aber eigentlich gar nichts, denn alles, was du löscht, sehe ich. Und darauf kann ich immer noch zugreifen, das heißt, es ist nicht weg. Und das habe ich einfach in einen weiteren Ordner gezogen, den ich immer noch habe. Hey! Also viel Spaß beim weiteren Löschen, ich wünsche dir viel Erfolg. Ich habe viele Sachen bekommen, ich habe noch ein paar Sachen per E-Mail bekommen, die schauen wir uns heute nicht an. Ich werde die bis zur nächsten Folge oder bis zur übernächsten Folge, je nachdem wie ich das zeitlich schaffe, Uni ist gerade ein bisschen schwierig, alles ins Drive packen, in den Ordner, den ihr nicht einsehen könnt, damit es nicht wieder gelöscht wird, was im Prinzip auch nur ein Klick mehr für mich ist, aber pff. Also ich werde es trotzdem hier hin hochladen und dann werde ich gucken, dass ich die Sachen auch da drin habe. So. Und wir fangen einfach mal an mit dem Inventar, was wir hier haben. Und das sind vier verschiedene Bilder. Das sind diese hier. Wir haben hier auch einen Beispielpunkt PNG. Das können wir hier sehen. Das ist das Beispiel. Und ich finde es cool, dass so ein Beispiel dabei ist. Und dann die Erklärung. Hey Klim, eine der Texturen könntest du als kleinen Inventarplatz in das HUD einbauen, ähnlich wie bei Super Mario World, um ein extra Item mit dir zu tragen. Dein Samu. Vielen Dank, Samu. Ich habe tatsächlich sowas in der Art vor. Ich möchte euch heute nächste Woche mein Konzept vorstellen, nicht heute. Da habe ich mich gerade ein bisschen vertan. Zu dem Spiel, wie es denn im Fertigen aussehen könnte. Und dann haben wir noch, ich gehe mal hier durch. Und das öffnet natürlich in einem neuen Tab, was auch im Prinzip nichts macht. Hey Klim, erstmal, das Projekt ist so mega geil, nur hast du beim achten Part keine Bilder gezeigt. Das ist wahr, weil ich das halt alles umstellen wollte auf Google Drive, weil es für mich viel angenehmer ist, als immer in meinem E-Mail-Postfach, das fucking voll ist, zu suchen, wer der mir denn was geschickt hat. Und wenn ihr was im Titel schreibt, wenn ihr mir zum Beispiel eine E-Mail geschickt habt und ihr habt im Titel nicht Community Game Doppelpunkt geschrieben, ist es schwerer für mich zu finden. Und um diese ganze Zeit, die ich dafür aufwende, zu verkürzen, habe ich das einfach mit dem Drive gemacht. Nur so ein bisschen interne Information. Und hier steht, so, jetzt die Ideen. Erstens, vielleicht ein Item, was die Jahreszeiten ändert, wenn es nicht zu schwer ist, dass man dann irgendwie eine andere Waffe hat oder den Gegner ein anderes Outfit und so weiter und so fort. Zweitens, Megasword. Einfach eine Waffe, die nur einen Schlag hält, aber sehr starken Schaden macht. Drittens, ich würde als Story machen, dass du in der Wüste bist, plötzlich durch ein Portal kommst und dann wieder am Anfang von YouTube bist und dich dann aufbauen musst. Die Gegner sind dann härter und du wirst immer größer und das Ziel am Ende größer als PewDiePie zu sein. Hoffe, es ist okay. PS, ich kann dir das alles auf Anfrage designen und dir schicken. Hoffe, ich konnte helfen. Das mit den Jahreszeiten ist natürlich erstmal kein Problem von der technischen Sicht her. Also ich könnte das programmieren. Das Problem ist nur, dass man für jeden Art braucht. Ja, weil wenn du eine andere Jahreszeit hast, dann brauchst du Schnee. Oder Frühlingszeug halt. Ich weiß halt nicht, wie ein Frühling in der Wüste aussieht und so weiter und so fort. Das sind dann Fragen, die man sich alles klären muss. Ich stelle euch, wie gesagt, nächste Woche meinen kurzen Plan für das Community Game vor, wie das Gameplay aussehen soll und dann können wir mal schauen. Wir gehen aber mal zurück in diesen Ordner und da haben wir nämlich noch eine Info.txt zu dem Sound. Hey ho, arbeite noch ein bisschen an mehr Hintergrundmusik. Der Soundtrack könnte ja mal im Menü laufen, wenn es dann später eins gibt. Die Hintergrundmusik will ich eher so machen, dass nicht so viel im Lied aufbaut und es eher chillig nebenher laufen kann. Macht meine Musik mit FL Studio. Viel Spaß mit Smart Beats. Ja, das hören wir uns auf jeden Fall gleich an. Die hören wir uns auf jeden Fall jetzt gleich sofort an. Wir gehen aber kurz noch in den Ordner von Minidrachen, denn es ist keine Musik. Das ist einfach nur ein Textfile. Das da besagt, NPCs aus der Community, die dem Protagonisten Fähigkeiten geben. Beispiel für Fähigkeiten unten. Alle Level hängen zusammen, sodass man später wieder zurückkehren kann, um Secrets zu finden. Oder die Level sind einfach wieder spielbar mit dem aufgelevelten Charakter. Die verschiedenen Level haben immer eine Art Theme. Wüste, Dschungel, Eiswüste, etc. Je nach Gegend sind die Rätsel, / Schwierigkeiten andere. Im einen gibt es ein Rätsel zum Denken, wo es andere Geschicklichkeitstests, im nächsten kämpft man und so weiter und so fort. Also kämpft man mehr. Ein Raum, der überall gleich aussieht zum Speichern, / Heilen, oder Komma heilen. Eventuell ein anderes Kampfsystem als direkt im Spiel, wie zum Beispiel in Child of Light, dann könnte man da noch einen ganzen Fertigkeitsbaum dranhängen. Ja, und dann Rätselideen. Einerseits Rätsel, alle Lichter zum Leuchten bringen, Rätsel, Wasserrätsel, X-Becken, die unterschiedliche weit gefüllt werden müssen, mit Y-Schaltern, die bestimmte Becken mit Z-Wassereinheiten füllen. Finde den richtigen Trankrätsel, X-Tränke, einer bringt dich weiter, der andere sind giftig, die anderen sind giftig. Fähigkeitsideen, Doppelsprung, Walljump, Wallslide, Dreifersprung, an Decke laufen, Kletterläufer, Rollen, Dash, Schießen, auf Gegner springen, zum Töten, Schwimmen, Tauchen, unbegrenzte Atemluft, Zeit verlangsamen, Zeit anhalten, an Gegner abstoßen, in Günther transformieren. Günther! Ja, ja, hallo!
bestimmte Blöcke oder andere Spielweltelemente zerstören und dort durchlässig machen. Das sind wirklich viele Ideen und auf sowas habe ich gehofft. Das ist wieder super, super, super Einwand. Wie gesagt, nächste Woche besprechen wir mehr mit dem Gameplay. Dann können wir dazu auch noch was machen. Ich möchte jetzt erstmal gucken, dass wir das Wüstenlevel, dass wir die Grunddinger einigermaßen fertig haben. Damit werden wir uns diese Woche beschäftigen. Was mit den Animationen noch ist, damit werden wir uns nächste Woche beschäftigen. Und dann kommen wir auch so langsam in die Richtung, wie soll das denn fertig aussehen. Und da ist der Jickle schon wieder in meinem Video. Hallo, lieber Jickle. Er hat sich beim letzten Mal noch entschuldigt. Wir sehen es aber jetzt gleich wieder. Ich muss kurz was umstellen und dann hören wir uns den Soundtrack an. Da sind wir wieder und wir gucken uns jetzt mal kurz den Soundtrack an. Einmal den Smart Bleeds hier. Hoppla, beim Abspielen ist ein Problem aufgetreten. Huah! Dann laden wir es doch kurz herunter. Trotzdem herunterladen. Ich vertraue demjenigen jetzt einfach mal. Er ist jetzt zum Glück jetzt fertig. So. Den habt ihr noch gar nicht gehört. Fällt mir gerade ein. Ziemlich cool. Finde ich persönlich sehr cool. Wir haben jetzt nicht an dieser Stelle die Zeit, das ganze Ding anzuhören. Deswegen packe ich die beiden Sachen am Ende der Folge nochmal dran, damit ihr euch die anhören könnt. Und wir schauen uns das nochmal ganz kurz an. Wir skippen dann natürlich auch kurz durch. Na, kannst du das abspielen oder muss ich es auch runterladen? Ah ja, guck mal. Möchtest du denn abspielen? Nein. Okay, dann lade ich dich einfach herunter. So schwierig ist das jetzt nicht. Das ist auch deutlich kleiner als das vorherige, ne? Naja, schauen wir uns das mal an. Das finde ich auch sehr cool. Da finde ich wohl den Anfang ein Ticken zu aggressiv. Ich weiß nicht, ob man das dann noch, ob du das noch ein bisschen ändern magst. Das wäre jetzt so meine Kritik, dass es am Anfang ein bisschen zu aggressiv klingt für Hintergrundmusik. Aber ansonsten finde ich es auch sehr cool. Und wir sehen uns jetzt gleich. Zack, da sind wir wieder in Unity. Und ich möchte jetzt direkt mal das erste machen, was wir letztes Mal gesagt haben, was ich machen will. Und zwar will ich diese blöden Münzen endlich animieren. Es ist nicht schwierig, ich kann es mittlerweile echt gut. Und beziehungsweise ich weiß mittlerweile, wie es geht. Und deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Wir haben hier den Hero, bla 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 bla. Und wir müssen im Prinzip, ja, den Blend Tree und so weiter und so fort, wir müssen halt noch echt viel machen. Aber wir haben hier ja schon die fertige, ah ne, das ist eine andere Animation. Wir haben irgendwo die einzelnen Bilder, hier sind die einzelnen Bilder irgendwo drin, blablabla, Coin. Ah ja, genau, das war die Coin von Mini-Drachin, Coin Frames, genau, diese Bilder brauchen wir alle. Und daraus machen wir jetzt eine kleine Animation. Und das haben wir schon tatsächlich recht oft gemacht und wir müssen einfach mal zu irgendeiner Coin. Wir nehmen jetzt einfach mal diese hier und fügen eine Komponente hinzu. Und zwar ein Animator, oder Animator, whatever, und erstellen hier einen neuen. Ich erstelle den jetzt mal ganz kurz, ich erstelle den tatsächlich hier und sag hier dann, wir möchten einen neuen Animator erstellen, Animation Controller, genau, und den nennen wir Coin. Dann gehen wir wieder auf unsere Coin und sagen jetzt, okay, das hier ist unser Animation Controller, blub, zack, da ist er und wir sind hier drin. Dann haben wir einen State, wir createn einen Empty State, das ist hier dieser, und dieser State soll, ja, wenn wir eine neue Motion createn, dann wird die sowieso da, sofort da reingezogen. Wir können eigentlich auf die Coin gehen. Und hier einen, warte mal, ah ne, wir können das ja gar nicht so rum machen. Gut, dann machen wir das andersrum. Dann createn wir hier eine neue Animation.
Das ist dann Coin. Und sagen jetzt, dass diese Coin-Animation tatsächlich unsere Animation ist. Und wenn wir hier into an Animation gehen und diese Coin ausgewählt haben, dann haben wir jetzt auch hier diese Coin-Animation, welches diese einfach ist. Und da packen wir jetzt einfach alle Frames hinein, die wir brauchen. Das wären dann einfach diese ganzen Frames hier. Und zwar vom ersten bis zum letzten. Wir können die direkt da alle gleichzeitig reinziehen. Das funktioniert tatsächlich echt gut. Und dann sehen wir hier schon, dass wir, wenn wir das starten, eine sich bewegende Münze haben. Und ich finde, das ist jetzt schon eigentlich echt gut. Und wenn wir hier das Game starten würden, dann sollte die Animation... Na, ja doch, dann ist die Animation auch direkt da. Das heißt, wir haben jetzt schon eine funktionierende Animation, die nur einmal abspielt, wie wir gemerkt haben. Das kann man ganz einfach ändern, indem wir einfach zurück in den Animator gehen. Und wir sind jetzt hier. Wir gehen, wenn man das jetzt abspielt, dann sehen wir genau, was passiert. Und zwar sind wir einmal hier, das spielt einmal ab und ist dann zu Ende. Das liegt daran, dass die Animation, die wir gerade gemacht haben, das ist diese hier, die hat keinen Loop. Deswegen machen wir das aus, deswegen machen wir das an, den Loop. Wir machen den Loop nicht aus, wir wollen den ja haben. Und dann sollte das Ding auch ohne Probleme durchloopen. Und wir können die Münzen jetzt prima in der Welt verteilen. Sie haben jetzt quasi das Neue und wir müssen dann ganz kurz in unsere Prefabs reinziehen, weil wir wollen jetzt auch natürlich die Münzen reinziehen, die die Animation haben. Das ziehen wir einfach hier drauf. Und dann lösche ich einfach mal alle anderen Coins. So, zack, zack. Ich möchte die tatsächlich auch einen Ticken kleiner vielleicht haben. So, wenn ich die hier hinziehe, obwohl das geht, und wenn ich dann noch eine hier hinziehe, so, einfach mal eine hier hinziehe, dann sollten beide Coins auch animiert sein und ich kann beide Coins plopp, plomp auch einsammeln. Perfekt, oder? Wenn einer von euch übrigens so ein Coin-Geräusch machen kann, so bling, bling, dann nehme ich das gerne an und dann füge ich es auch gerne hier ein. So, wir können aktuell immer noch springen. Wir springen ultra seltsam, aber das ändern wir auch noch alles. Das waren ja alles diese Einstellungen, die wir Stück für Stück machen wollten. Das sind einfach nur hier diese Masseneinstellungen. Wir hatten ja ziemlich viel gemacht. Wir haben ja hier zum Beispiel beim Player hier dieses Grounded jetzt drin. Das heißt, immer wenn er auf dem Boden ist, ist er Grounded. Aber wenn wir das verlassen, dann ist es ganz seltsam, ja. Das heißt, da wollen wir auf jeden Fall auch noch etwas ändern. Ja, wir müssen diese Grounded-Mechanik an sich... Ist schon ganz cool, die funktioniert auch schon so, aber die funktioniert noch nicht ganz so, wie es sein sollte. Wir sind jetzt grounded, jetzt nicht mehr, logisch. Aber wenn wir, na genau, wenn wir hier drüber gehen zum Beispiel, das ist das hier, obwohl das, achso, genau, das ist noch ground. Ah ne, soll ja ground sein, ne? Ja. Dann funktioniert es teilweise nicht. Das liegt einfach daran, nicht, dass wir hier noch irgendwas falsch gemacht haben, weil das ist alles... Das Richtige. Das liegt, glaube ich, daran, dass Unity das falsch interpretiert. Wir sind jetzt hier auf dem und sobald wir das Ding wechseln, sobald wir auf einen anderen Collider gehen, Collider Nummer 1, Collider Nummer 2, warte mal, so, das ist bei diesem Collider hier extrem, warte mal, da haben wir auch Ground und Ground. Ja, sobald wir auf einen anderen Collider gehen, ob das dasselbe ob das derselben Tag ist oder nicht, spielt in diesem Fall sogar gar keine Rolle. Es liegt einfach nur daran, dass wir beim Collider Exit... Pass auf, der. Ich versuche das jetzt nochmal vernünftig zu erklären. Der geht hier lang, der Typi, ja? Der geht hier lang. Also ich, das ist nur was, was ich glaube, warum es so ist. Er geht hier lang und verlässt diesen Collider. Den hier. Da verlässt er das, ne? Seht ihr, da ist der Collider vom Spieler. Der ist ja hier irgendwo. Der verlässt das jetzt. Und dann Exit, kommt er da rein. Es kann sein, dass er da reinkommt, also er kommt da rein und dann wird erst das Verlassen getriggert. Das heißt, er geht rein und danach verlässt er es wieder. Das heißt, er verlässt es ja, im Prinzip verlässt er es eigentlich nur und deswegen, weil er es nur verlässt, ist er nicht mehr grounded. Das heißt, er geht rein, grounded wird ich hoffe, ihr könnt es verstehen, was ich meine. Ich kann es gerade nicht besser erklären. ich verstehe, was ich meine. Und ich glaube, ich kann das Problem auch fixen, indem wir einfach so einen anderen Collider noch mit haben, der einfach ein Trigger ist und indem wir die Methode einfach einen Ticken umschreiben. Das können wir aber noch machen. Das ist dann, im Prinzip mache ich das dann so, wie ich das eigentlich machen wollte. Auch keine riesen Ding-Bering. Deswegen Ding-Bering. Aber wir wollen jetzt erstmal das mit den... Ich glaube, genau das wollen wir auch erstmal schauen, dass das richtig funktioniert, bevor wir die Jump-Animation reinmachen. Deswegen gehen wir jetzt hier bei unserem Hero,
gehen wir auf unser Script und öffnen das mal wieder. Es wurde übrigens gefragt, welche Version von Visual Studios es ist. Ich hatte früher die Professional, die kann ich auch rein theoretisch immer noch runterladen, gar kein Problem. Aber weil das alles mir zu stressig war, habe ich mir jetzt einfach die Community-Version von Visual Studio runtergeladen, die sowieso kostenlos ist. Also die Community 2015-Version. Es ist halt echt scheißegal. Ah ne, es ist halt echt nicht scheißegal. Wir müssen uns tatsächlich einloggen. Gut, dann mache ich das mal ganz kurz. Wieder was dazugelernt. Also, kostenlos ja, aber man braucht tatsächlich... was hat er denn jetzt schon wieder? Eins. Ich habe eine Eins davor gemacht. Deswegen ist das Skript kaputt. Es ist tatsächlich kostenlos, aber man braucht einen Account so. Wir waren hier dran und hatten dieses Jump. Ja, if grounded, dann soll er jumpen. Das stimmt auch alles. Und wir hatten hier diese Methode onCollisionEnter. Wir wollen etwas anderes benutzen. OnTriggerEnter ist, glaube ich, nur, wenn ich in einen anderen Trigger gehe. Das wird, glaube ich, nicht getriggert, wenn ich nicht in einen anderen Trigger gehe. Deswegen muss ich jetzt gucken, ob es da eine andere Methode gibt. Und die ist einfach hier. Das ist auch Inside von Visual Studio, was super praktisch ist. Und dann gibt es diese ganzen OnEnter-Methoden, die ich hoffentlich finde, indem ich einfach nach On suche. Wir müssen warten auf Unity. Ja, das habe ich verstanden, liebes Unity. Nein, okay, dann gehen wir mal suchen wir mal nach OnTriggerEnter. Die Anzeige aktiver Ende, die auf dem Computer zugreift. Können wir daraus nicht zugreifen? In dieser Folge funktioniert einfach gar nichts. Gut, benutzen wir wieder einfach unseren Webbrowser. Und da habe ich auch schon direkt das Passende gefunden. Das ist einfach hier der Kram. Und da gehen wir dann mal wieder zurück. Es ist tatsächlich die OnTriggerEnter2D-Methode, die wir einfach benutzen können. Und Dankeschön, dass du mir so gut geholfen hast, Visual Studio. Das war echt super. Und das ist eigentlich diese Dings. Also funktioniert das nicht nur, wenn wir einen anderen Trigger entern, sondern auch, wenn unser Trigger, den wir an dem Objekt haben, einem anderen Trigger entert. Das heißt, wir schauen erstmal, wir können eigentlich genau das hier kopieren. Wenn das ist, dann mach das. Und ich vermute einfach mal, dass es das Ganze auch noch mit Exit gibt, ja? Den haben wir hier Johannes genannt, deswegen muss ich hier einfach Johannes machen. Warte mal ganz kurz. Johannes, so. Dann schauen wir mal ganz kurz hier und schreiben das Ganze nochmal rückwärts quasi, weil OnTriggerExit 2D. Ich schätze einfach mal, dass es genau dieselbe Methode auch noch mit Exit gibt. Wir kriegen dann einen Collider 2D heraus und den nennen wir nicht Johannes, den nennen wir jetzt Unterstrich Collider, einfach damit es ein bisschen übersichtlicher ist für mich. Und da machen wir Folgendes rein, da machen wir halt genau das rein, was hier ist. So, packen das hier rein und kommentieren den ganzen Quatsch erstmal aus, um einfach zu gucken, ob das so funktioniert, wie es funktionieren soll. So, das speichern wir alles wieder, gehen wieder zurück in Unity und müssen dem Typ natürlich jetzt noch einen weiteren Collider hinzufügen. Einfach plopp, so, zack, und der ist Trigger. Und dann können wir mal schauen, ob das funktioniert. Er ist jetzt grounded tatsächlich. Wenn wir springen, ist er nicht mehr grounded. Das heißt, so funktioniert das perfekt, wie wir es haben wollen. Jetzt gerade nicht mehr. Wir sind tatsächlich nicht grounded, aus Gründen, die ich mir nicht erklären kann. Warte mal, haben wir das Skript gespeichert? Das ist die erste Frage. Wir haben das Skript definitiv gespeichert. So, jetzt ist die Frage, warum funktioniert das nicht? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, ja, weil wenn wir das entern, soll es auf true sein. Wir könnten auch sagen, wenn wir es entern, dann soll es umkehren. Das könnten wir auch machen. Wir könnten auch sagen, dass wenn wir das entern oder exiten, dass er das einfach zum anderen Gedönsel machen soll. Das würde auch funktionieren. Ich weiß nicht, ich probiere das einfach mal aus. Das Ausrufezeichen heißt davor, das ist reversed, ja? Das heißt, wenn es false ist, macht er das zu true und wenn es true ist, macht er das zu false. Und das mache ich auch nochmal hier. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das viel bringt. Wir probieren es einfach aus. Wir sind aktuell nicht grounded. Jetzt sind wir immer noch nicht grounded aus Gründen, die ich mir nicht... Ah doch, jetzt funktioniert es gar nicht mehr und wir fliegen einfach. Okay, das funktioniert nicht ganz so gut, wie es sein sollte.
Schauen wir mal wieder zurück. Dann machen wir mal Folgendes. Wenn wir das verlassen, ja, wenn wir den... Dann soll es false sein. Wir können aber noch was anderes machen. Warte mal kurz. Ich habe mich gerade daran erinnert, dass es den OnTriggerStay gibt. Send each frame when another object is within a trigger collider attached to this object. Das heißt, das wird immer ausgeführt, solange wir auf dem anderen Collider stehen. Das heißt, ich mache einfach Folgendes. Ich habe eine 1 geschrieben. Diese mache ich jetzt wieder weg. Wir sagen einfach Folgendes. Wir machen ein Void. Void on trigger stay 2D. Natürlich wieder. Da bekommen wir wahrscheinlich wieder einen Collider 2D. Den nennen wir wieder unterstrich Collider. So. Und dann schauen wir einfach, wenn das der grounded ist, dann sollst du grounden. Und das kopiere ich hier einfach mal wieder raus. So. So, zack. Das ist dann natürlich nicht Johannes, sondern unterstrich Collider mal wieder. Wenn der Collider ground ist, dann sollst du das machen. Und wenn du den verlässt, dann ist es false. Und der soll das nicht ändern, der soll das einfach auf true setzen. Das heißt, solange wir auf dem Boden stehen, ist es immer true. Es wird immer gleich true gesetzt. Aber sobald wir den Boden verlassen, ist es halt nicht mehr gleich true. Schauen wir mal ganz kurz an, ob diese Methode funktioniert. Das wäre echt ganz schön eigentlich. Zack, und wir sind grounded. Und wir können umherlaufen, wie wir wollen. Jetzt sind wir nicht mehr grounded, weil das wahrscheinlich... Genau, weil das hier grounded ist und nicht ground. Es muss tatsächlich ground sein. Und wenn wir das hier geändern, einfach on the fly, dann sind wir tatsächlich jetzt wieder grounded. Ja, und wenn wir springen, wir können aktuell fucking hochspringen, dann sind wir nicht mehr grounded. Das heißt, jetzt passt's immer. Ja, wir könnten natürlich längere Playtests machen, ob das immer so klappt. Aber grundsätzlich können wir jetzt erstmal sagen... Das ist stimmt. Wir können jetzt noch den Annular Drug hochstellen. Das heißt, wir müssten eigentlich ja... Nee, nicht schneller zurückfällen. Ich weiß nicht, irgendein Drag ist es. Da habe ich mich jetzt... Ah ja, genau, es ist der Linear Drag. Und Gravity Scale können wir auch nochmal hochdrehen. Keine Ahnung, was das jetzt... Ah ja, guck mal, jetzt haben wir schon einen durchaus cooleren Jump. Ich weiß nicht, welchen Drag, welchen Scale wir da hochstellen müssen, damit es ein noch vernünftiger Jump wird. Ich glaube, der Gravity Scale ist schon ganz cool dafür. Ja, okay, jetzt ist das wieder ein bisschen too much. So... Linear Drag. Die Masse vielleicht auch noch ein bisschen hoch. Da habe ich leider keine Ahnung, wie die Einstellungen sich darauf auswirken. Da muss ich mir das nochmal genauestens anschauen. Weil er soll ja schon ein bisschen... Was ist eigentlich? Ist Kinematic. Gut, lassen wir das mal aus. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was die Dinger machen. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, weil es ist ja immer noch kein Tutorial, ne? Das haben wir vielleicht so ein bisschen aus den Augen verloren, dass das Ganze eigentlich ein Ding ist, damit ich Unity ein bisschen besser lernen kann. Und ich weiß auch, dass einige aus meiner Community in Unity recht fit sind, sogar noch fitter als ich, was nicht sonderlich schwierig ist. Aber auf die Hilfe von denen bin ich gerade angewiesen und ich bedanke mich auch jedes Mal wieder dafür. Und ich bin auch wirklich dankbar, dass ihr mir da helft und dass wir zusammen einfach vielleicht ein cooles Spiel auf die Beine stellen können. Jetzt können wir einigermaßen cool springen. Wenn ihr da coole Werte habt, die man besser einsetzen sollte, dann könnt ihr mir die gerne geben. Wir können jetzt auch Dauerspringen. Hüpf, 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 hüpf. Und das nächste, was wir jetzt einfach machen, wir sagen, wenn der nicht grounded ist, dann soll der die Fallenanimation machen. Ja, wir haben ja noch eine Fallenanimation. Wenn er nicht grounded ist, soll er die Fallenanimation machen. Das können wir tatsächlich jetzt nochmal... Ne, das machen wir in der nächsten Folge. Wir machen nächste Folge die Jump-Animation. Wie gesagt, wenn ihr Werte habt, ich kopiere das mal ganz kurz und füge das hier ein, damit die Werte nicht verloren gehen. So, ich speichere das hier natürlich. Wir haben jetzt Coins, die sich bewegen. Das haben wir geschafft und wir können jetzt einigermaßen vernünftig springen. Das mit dem Is-Grounded haben wir also gefixt durch diesen Circle, den wir hier haben. Und wir können die Münzen immer noch einsammeln. Bling! Und der Counter ist sogar erhöht. Jetzt können wir... Jetzt war das gerade ganz seltsam. Jetzt können wir nicht springen. Jetzt können wir wieder springen. Aha. Ach so, natürlich. Wir haben das hier eben geendet auf Ground. Aber das ist halt immer noch nicht... Das hat sich hat nicht gespeichert. So, sehr gut. Dann haben wir das hier noch geändert. War das hier auch Ground oder Grounded? Das ist Ground und die... Das ist auch noch Grounded. Siehst du, das ist auch noch falsch. So, wir sind jetzt also im nächsten Part von Let's Make a Game with Unity. Dann schauen wir mal, dass wir die Fallenanimation kriegen, dass wir vielleicht die Kamera hinbekommen und dass ich euch auf jeden Fall vorher nochmal kurz erkläre, wie alles so funktioniert, beziehungsweise wie das mit den, wie das damit ist. Und jetzt schneide ich euch noch die Musik im Hintergrund und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zugucken bei dieser Folge Let's Make a Game with Unity. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, bis dann.
Thank you.